Wieder zurück im Studio, nun ein ganz anderes Thema. Können Männer auch Kinder erziehen und Hausarbeit verrichten? Oder fehlen ihnen dazu einfach die Fähigkeiten? Und sind Männer, die versuchen, Familie und Beruf zu vereinbaren, ein Risiko für den Arbeitgeber und damit für den Wirtschaftsstandort Deutschland? Überlegungen, mit denen Wirtschaftsprofessorin Ulrike Detmers beim 6. Forum Zukunft in Berlin ihre Gäste konfrontierte. Markus Stampfl war dabei. Männersache, Kinderküche und Karriere. Cem Özdemir ist Bundesvorsitzender des Bündnis 90 Die Grünen, Sozialpädagoge und ausgebildeter Erzieher. Vor allem aber ist er auch Vater. Beim 6. Forum Zukunft mitten im Berliner Regierungsviertel machte Özdemir deutlich, dass sich das immer noch mehrheitlich praktizierte Alleinerziehermodell einem Wandel unterzogen hat und immer stärker in Richtung Vereinbarkeit von Familie und Beruf zieht. Man sieht es aber auch daran, dass immer mehr Väter es auch als Teil ihrer Lebensqualität empfinden, dass sie die Erziehung der Kinder mitbegleiten und von den Kindern mehr haben. Wir sind aber noch nicht so weit, dass die Modelle im Arbeitsplatz dem auch Rechnung tragen. Wir sind noch nicht so weit, dass Arbeitgeber sich darauf einstellen. Wir sind noch nicht so weit, dass die ganze Gesellschaft das als Normalfall betrachtet. Männer an den Wickeltisch, so die Forderung. 18% der jungen Väter nahmen im vergangenen Jahr Elternzeit. Vor der Einführung der Unterstützung für Eltern 2007 blieben nur 3,5% des männlichen Geschlechts zu Hause. Doch auch heute nehmen sich die wenigsten Männer mehr als 2 Monate Zeit, um sich dem Nachwuchs zu widmen. Wenn man den kurzen Zeitraum zugrunde legt, ist es viel und die Tendenz steigt. Und die Vätermonate haben gewissermaßen den Vater in die Pflicht genommen, sich von Anfang an um das Kleinstkind mitzukümmern. Und hier werden alte Rollenbilder aufgebrochen. Darauf sind wir auch ein bisschen stolz, denn wir wollten ja auch Eltern motivieren, sich für Kinder zu entscheiden, die höher qualifiziert sind, die Angst haben, ihre Karriere zu unterbrechen oder sagen, wir können uns überhaupt keine Kinder leisten, weil der finanzielle Einbruch ist zu groß, wir verdienen lieber viel Geld. Also diese Eltern wollten wir schon motivieren, Eltern zu werden. Das ist trotzdem völlig lächerlich, denn diese Männer, von denen Sie reden, diese sogenannten 18%, die gehen in der Regel wirklich nur für 2 Monate in Elternzeit. Das heißt, von den 20 Jahren mindestens, die man sich intensiv um Kinder kümmern muss, machen die Männer gerade mal 2 Monate, dann gehen sie zurück in den Job und arbeiten mehr als vorher. Und zwar, wie Untersuchungen zeigen, sogar freiwillig mehr. Männer mit Elternzeit seien verantwortlich, wenn die Leistungsfähigkeit des Arbeitgebers sinkt und der Wirtschaftsstandort Deutschland gefährdet ist. Schwellenländer wie China oder Indien ziehen an Deutschland vorbei. Also die Chinesen haben ebenfalls Probleme mit Ein-Kind-Familien. Die müssen sich auch Gedanken machen um die Zukunft ihrer Gesellschaft und den demografischen Wandel. Insofern ist das was, was uns alle betrifft. Und wir sind gut beraten als ein Land, das ein Nachwuchsproblem hat, das Leben mit Kindern attraktiver zu machen. Dazu gehört die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wenn wir die skandinavischen Staaten ansehen, wir haben dort die höchsten Wachstumsraten. Wir haben dort die aktivsten Väter Europas und die aktivsten Mütter im Beruf. Also nehmen wir das als Indikator? Nein, Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit wird nicht darunter leiden. Immer öfters wollen die Frauen von der Doppelbelastung Familie und Beruf entlastet werden. Mestemacher fördert Kitas in der ganzen Republik und auch der Staat setzt sich für den Ausbau von Kitas ein. Auch Kinder, die in der Häuslichkeit größer werden, da geht man auch auf den Spielplatz, damit sie die Möglichkeit haben, andere zu kontaktieren, Sozialverhalten zu üben, Konflikte auszutragen, und zwar richtig auszutragen. Das kann nur im Miteinander von Kindern geschehen. Und deshalb ist es gut und richtig. Und gerade wenn wir uns den Bildungsauftrag ansehen, ist frühkindliche Bildung wirklich der Schlüssel zum Erfolg, um allen Kindern gleichermaßen Chancen zu geben, sich gut zu entwickeln und dann in der Schule auch gute Leistungen zu bringen. Kinderküche und Karriere. Bedenkt man den demografischen Wandel in der bundesdeutschen Gesellschaft, so ist seine Hilfe in der Erziehung immer notwendiger. Versteht, für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind Politik, Wirtschaft und Gesellschaft auch in Zukunft weiter gefordert.